Wir liegen jetzt hier in Vistamar Marina, haben vor, morgen das Schiff aus dem Wasser zu nehmen und ein paar notwendige Reparaturen an der Leinwand durchzuführen. Ja, und wir dachten uns, wir klären euch mal ein wenig auf über unsere Pläne, wie die Situation hier ist und wie es so weitergeht. Am Wochenende besteht eine Ausgangssperre von Freitagabend um 9 bis Montagmorgen um 5. Und in der Woche dürfen Montag, Mittwoch und Freitag die Frauen zum Einkaufen und die Männer nur Dienstag und Donnerstag. Man darf allerdings in bestimmte andere Läden dürfen auch Männer rein. Also grundsätzlich dürfen auch die Männer an den Frauentagen raus, aber die Supermärkte dürfen dann eigentlich nur von den Frauen betreten. Unsere Erfahrungen sind jetzt zum Beispiel in einem Baumarkt, da durfte dann auch mal ein Mann auf den Mittwoch reingehen. Keine Ahnung, was das bringt und warum das so ist, aber so wird das hier gehandhabt. Es ist immer noch so, dass man auf die Desinfektionsmatte vorher treten muss, dass man die Temperatur misst und die Hände desinfiziert werden und vorher kommt man nicht in den Laden rein. Und wenn man sich so umschaut, alle tragen eine Maske. Mindestens eine. Genau, oder ein Face Shield und eine Maske. Mhm. Selbst Fahrradfahrer und Jogger. Ja. Bei 30 Grad Außentemperatur. Ja, wie geht's weiter mit uns? Also wenn wir alles erledigt haben, warten wir immer noch auf unseren Autopiloten. Also wir haben eine kleine Story dazu. Und zwar letztes Jahr im Februar haben wir uns in den USA einen Autopiloten bestellt. Der hat eine Freundin von uns nach Panama geschickt. Nochmal danke dafür, Katrin. Der ist irgendwann in Serbien angekommen und dort verschollen. Jetzt nach einem Jahr haben wir die Meldung bekommen, er lag in den USA bei Katrin wieder vor der Tür. Damit hat niemand mehr gerechnet. Nee. Aber mittlerweile haben wir auch zwei andere bestellt. Ja, der erste, der liegt jetzt schon in Coronado bei MBE. Den werden wir dann hoffentlich am Montag oder am Dienstag abholen. Und der andere, der befindet sich hoffentlich in diesem Moment gerade im Flieger Richtung Panama. Der wird von einer Seglerfreundin mitgebracht. Ja, sobald wir den Autopiloten eingebaut haben, fahren wir Richtung Westen, also Richtung Costa Rica. Wollen aber erstmal noch nicht nach Costa Rica, sondern bleiben in Panama. Wir besuchen den Nationalpark Coiba und fahren hoch nach Boca Chica. Danach? Wir wollen nach Französisch-Polynesien und aktueller Stand ist für europäische Bürger darf man in Französisch-Polynesien einreisen, wenn man im Vorfeld eine Genehmigung sich eingeholt hat. Genau so sieht's aus. Das ist der momentane Stand unserer Planung. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie sich was ändert, ob sich was ändert, warum sich was ändert. Drückt uns die Daumen, dass es erstmal so bleibt. Ja, und jetzt schaut mal, was wir mit der Limelight alles Schönes in der Werft gemacht haben. Die hat sich richtig gefreut. Viel Spaß! Ciao, ciao! Die ersten Vorbereitungen für den Hole-Out laufen. Das Dinghy ist an Deck und wird schon mal geschrubbt.
kommt der Trailer. Rollout mit Maske. Ja. Bis auf den einen. Aber es passt noch nicht so richtig. Wir sind noch am Werkeln. Aber ich glaube, das wird. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ist das aufregend. Jetzt tanzt das ganze Schiff hier hin und her. Oh Gott! Jetzt zieht er das hoch mit seinem Hydraulikarm. Sieht so aus, als ob wir schwimmen. So, es geht raus. So, alle verlassen das sinkende Schiff. Nur der Glenn hat keine Schuhe. Ah, doch. So, kleiner Kommentar. Das war eine Zitterpartie. So würde ich sagen. Ja. Es ist ganz schön gewackelt. Es war keine Hektik, aber es war schon auf jeden Fall. Es war, glaube ich, ein Drahtseilakt. Drahtseilakt, ne? Ja. Also, ich bin gespannt. Also wenn das Reinlassen auch wieder so gut läuft, dann war alles super. Ja. Dann können wir froh sein. Okay. Parkposition fast erreicht. Da stehen wir nun. So, nach erster Begutachtung sieht es eigentlich alles ganz gut aus. Keine Osmoseblasen. Also muss nur noch sauber gemacht werden, angeschmägelt und ein bisschen gestrichen. $50, ne? Darf das nochmal länger dauern? Jetzt haben wir $50, bezahlen wir jetzt hierfür, dass einmal das Unterwasserschiff abgekratzt wird. Und dann mit dem Spielzeughochdruckreiniger gereinigt wird. So, jetzt gehen die Arbeiten los. Da wird geschliffen. Das ganze Boot muss abgeschliffen werden. Das Kiel muss total sauber sein vom Rost. Und der Glenn? Der flickt hier vorne das Loch bei uns im
Bug, was wahrscheinlich der Anker dort rein gemacht hat. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel härter verwendet. Stunden später, es geht langsam vorwärts. So, so sieht man aus, wenn man hier am Schleifen ist. Und jetzt versucht Papa die Welle rauszuhauen. Wie bitte? Ich hab mit der Kamera gesprochen. Ach so. Ich glaube, die hat mich auch nicht verstanden. Tag 2 ist angebrochen. Heute wird weiter geschliffen. So, ein wenig gestrichen. Die erste Osmosebehandlung. Oder wie auch immer man das nennt. Jetzt zeigen wir euch mal, wie das so aussieht. Oh, ich denke auch, das sieht immer mehr aus. So, so sieht das aus. Ich gehe mal an. Was wird denn hier gemacht? Hier wird der Jotomastix 80, ein Primer, für unser Stahlkiel aufgetragen. Dann machst du das auch richtig? Das weiß ich nicht, das musst du mir sagen, weil du bist ja der Fachmann. Perfekto. Perfekto. Hast du denn Spaß? Besser als schleifen. Ja, ja, viel besser. Guck dir mal meine Hände an. Besser als schleifen. Oh ja. Geil, ne? Mhm. Aber wir haben ja Handschuhe. Ja, aber ist ja viel zu warm dafür. Ach so. Heute trinken wir auf den Hochzeitstag von Bernd und Waltraud. Alles Prost. Gute. Alles Gute. Prost. Alles Gute. Auf euch! Oh, ein leckeres Balboa gibt es hier im Yachtclub von Vistama. Nachgetane Arbeit. Also wir haben heute, naja, 8 Stunden gearbeitet. Nennen wir es Arbeit. Also heute war schon entspannter als gestern. Ja, gestern haben wir wirklich hart reingeklotzt. Heute haben wir ein bisschen, weil Sonntag ist. Und Hochzeitstag ein bisschen weniger gearbeitet. Unser morgendlicher Gang von unserer Unterkunft bei Olli zum Shipyard. Yay. Heute wird noch ein bisschen geschliffen. Yay. Und dann können wir vielleicht schon mal mit dem Freimann anfangen. Tag Nummer 3 auf dem Dry Dock ist angebrochen. So sieht die Limelight jetzt aus. Wir haben einmal das Kiel schon grundiert, dass wir da dann den Primer auftragen können. Schleifen ist heute auch angesagt. Und noch einmal das Kiel grundieren. Und Mama wird wahrscheinlich dann oben schon mal anfangen zu polieren. Ja, so kann man sich die Zeit vertreiben. Wir haben uns dazu entschieden, das komplette Ruder abzukratzen, weil das Anti-Fouling oder der Primer, der da vorher drauf war, nicht so fest verbunden ist und das schon teilweise abplatzt. Deswegen machen wir das jetzt komplett sauber und behandeln es von Anfang an neu.
Oh, hallo. Das ist auch so eine Arbeit für sich jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, oder? Ist okay. Es gibt Schlimmeres. Schleifen. Zweiter Anstrich des Kiels. Geht viel besser als beim ersten Mal. Und macht richtig Spaß. In der Werft. Leider gibt es schlechte Neuigkeiten. Die erste ist, unser Epoxyfiller ist schon hart. Also wir können unsere Löcher jetzt nicht spachteln, weil unser Filler hart ist. Jetzt warten wir darauf, dass Olli, das ist hier der Mann für alles und alle Fälle, uns neuen Epoxy-Spachtel hier vorbeibringt. Ja. Und dann sind wir ein bisschen niedergeschlagen, weil es könnte sein, dass ab dem Wochenende totaler Lockdown ist hier in Panama. Das wird sich dann wohl heute entscheiden. Aber die Gerüchteküche sagt auf jeden Fall von Weihnachten bis Silvester oder über Silvester. Und jetzt wird sich zeigen, ob es am Wochenende schon nicht mehr weitergeht. Und wir brauchen noch einige Dinge. Ja, wir brauchen noch Stoff, wir brauchen noch Sambrella, weil wir wollten ja unser Bimini auch erneuern. Wir müssen noch unsere Brillen abholen in Panama City und unsere Tauchflaschen und all das. Auseinanderschneiden, und das Wichtigste schweißen. Ist eigentlich, ja. Wir müssen so weit fertig sein, dass dieses Boot im Wasser ist bis zum Wochenende, weil dann genau. Sind wir halt mal weg, wenn also, es sein sollte. Spätestens Samstag wollen wir im Wasser sein. Aber wir sind ein bisschen niedergeschlagen, also die Pläne, die ändern sich. Stündlich. Und es ist echt schwierig, hier an irgendetwas zu kommen. Wir sind hier gut 100 Kilometer von Panama City entfernt. Und wenn man etwas braucht, gibt es das nur in Panama City. Du mieten konnte? Genau, also wir haben jetzt vor, ein Auto zu mieten und dann morgen schnell noch alle Besorgungen in Panama City zu machen. Ja, also wenn ihr uns aufmuntern wollt, hier oben gibt es den Link. Da könnt ihr uns einen Kaffee spendieren oder auch einen Drink oder uns anderweitig unterstützen. Nicht Epoxy schicken. Epoxy ist hart, bevor es ist. Am Ende des Videos könnt ihr ein Patron von uns werden. Schaut es euch einfach mal an, drückt auf den Link, lest euch durch, was wir dort geschrieben haben. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Immer schön liken, abonnieren, die Glocke nicht vergessen und auch gerne einen Kommentar hinterlassen.